himmelhoch jauchzend oder dann doch zu Tode betrübt. Und das alles in einer Person, wechselhaft, bipolar, manisch-depressiv. Darum geht es in diesem Video. Kanye West würde sagen, I hate being bipolar, it's awesome. Es ist ein großes Thema, es ist ein schweres Thema und am Ende vom Video natürlich nochmal zusammengefasst und auch nochmal mit einer Untersuchung sogar noch gestützt, Sachen, die dir helfen. Es gibt nicht viel, aber das habe ich ans Ende des Videos gepackt. Und manisch-depressiv, wir hatten in einem anderen Video, habe ich über Depressive und was das für Beziehungen ausmacht etc. gesprochen. Hier geht es um manisch-depressiv, das heißt dieses Hoch und Runter, dieses Yay und dieses vielleicht bist du betroffen oder dein Partner ist betroffen. Wir schauen uns hier auf jeden Fall die Seite an, die bei dem depressiven Video natürlich nicht betrachtet worden ist. Die Yay, die Manie, die Hochphase. Bipolar ist natürlich für eine Person selbst, sind diese Stimmungsschwankungen extrem unangenehm. Die Stimmungsschwankungen können länger oder auch kürzer gehen. Das heißt, es kann jemand länger in einer manischen, in einer Hochphase sein und dann wiederum in einer depressiven Phase. Wechsel finden häufig auch durch Trigger, durch Momente statt, in denen irgendetwas passiert. Das kann auch die Geburt eines Kindes, was ganz großartig sein, oder ein neuer Job oder irgendein Stress oder irgendwas. Und es kann sein, dass man sich glaubt, dass man plötzlich in eine Depression fällt über irgendein tolles Erlebnis oder dass man über irgendein Erlebnis eben in die Manie geht, Manie getriggert wird, manisch wird. Und was passiert denn in dieser manischen Phase Manie? Ist das eine euphorische Phase? Leute sind aufgedreht, schlafen deswegen weniger, Schlafentzug, feiern viel, sind teilweise unglaublich redsam, geschwätzig, können mit jedem plötzlich reden, mit jedem ist die Welt ganz toll, quatschen, fangen an in Extreme zu gehen, eventuell ist auch die Libido dann groß, sexuelle Enthemmung kann stattfinden, das heißt plötzlich machen sie Sachen, die sie sonst nicht gemacht hätten. Sie können auch dumme, leider Sachen machen, wie zum Beispiel etwas kaufen, was sie sich gar nicht leisten konnten etc., Geld ausgeben, Autos wurden geordert, weiß der Himmel was. Und später dann dieser Moment so, oh mein Gott, das heißt, viele Leute haben auch Angst, wenn jemand in eine manische Phase geht. Vor allem dann, wenn er sehr starke, sehr euphorische Hochphasen erlebt, wo er dann teilweise eben wie eigentlich wir alle, da kann jeder sich auch so ein bisschen reinfühlen, der nicht manisch-depressiv ist, wenn man so in einer richtigen super High-Phase ist und alles ist toll und alles yeah, yeah, yeah und dann sagt irgendeiner, lass uns das machen, dann sagst du natürlich und später stellst du das fest, das war eine schwachsinnige Idee, warum sind wir, keine Ahnung, über die Straße gelaufen oder bei irgendeinem Nachbarn in den Pool gesprungen, der dummerweise, keine Ahnung, da ist oder 200, weißt du, Himmel was. Aber es ist einfach so, die manischen Phasen sind Hochphasen, sind euphorische Phasen, und sind Phasen, in der die Persönlichkeit, die Person eine andere Persönlichkeit zeigt. So ein bisschen wie auf manchen sehr belebenden Drogen, nur dass die Droge nicht konsumiert werden wollte. Ich weiß noch, wie ein Freund mir gesagt hat, ein Kumpel von mir ist manisch-depressiv und er hat das mit Medikamenten im Griff. Aber einmal im Sommer, wenn er Urlaub hat, lässt er Medikamente weg und geht einfach total steil in der manischen Phase. Der braucht dann keine Medikamente, ist im Grunde ständig auf Party, lernt 1000 Leute kennen und danach, wenn dann es down geht, geht er wieder in die sichere Nummer. Ich weiß auch, lange her und ich habe gedacht, interessant. Und das ist auch das Problem bei manisch-depressiven Personen. Wenn du der Partner bist, sie wollen von dir nicht unbedingt in ihrer manischen Phase gebremst werden. Ganz im Gegenteil, es ist teilweise sogar so eine Angst, so eine manische Phase zu verlieren oder von diesem Hoch oder diesem High runterzukommen. Denn in dem Moment ist es ja authentisch. Auf hoher Geschwindigkeit, wer will denn schon bremsen? Wer will denn bremsen, wenn es gerade läuft wird und dann schaltet die Ampel auf Rot? Wir hassen das alle. Du hast das, ich hasse das. Bremsen ist immer doof. Schleunigen macht mehr Spaß. Man kann sich also reinfühlen in diese Phase, in der dann auch plötzlich du als Partner natürlich, wenn dein Partner eine manisch-depressive Person ist und bipolar ist, wo du natürlich dann teilweise auch die Spaßbremse bist. Wer will die Spaßbremse sein? Ich habe viele Beziehungen zerbrechen sehen, weil der Partner in der manischen Phase, der in Anführungszeichen normale Partner in der manischen Phase nicht so mitgehen konnte. Vielleicht bei der ersten oder zweiten Phase noch ja, aber dann schon wissen, was da alles mal kaputt geht. Wie viele Leute kennengelernt werden, wie teilweise Schlafentzug, Job wird gefährdet, unnötige Ausgaben, riskante Sachen werden rausgeblasen, verschenkt etc. All diese Sachen weiß da unten der in seiner nüchternen Phase und nicht selten sind daran deswegen Beziehungen kaputt gegangen, weil natürlich diese Person das nicht mehr mitgemacht hat und das ist wie wenn einer Drogen nimmt und der andere nicht. Sie sind nicht im selben Boot. Und da muss man auch aufpassen, weil natürlich hier unten auch eine gewisse Co-Abhängigkeit lauert, wenn man dann mitgeht, um die Beziehung zu halten. Schwachsinn macht, den man selbst eigentlich nicht verträgt, hinter dem er steht etc. Also auch an der Stelle ist wichtig, dass du dann auch so einen Schritt zurück kannst in so einem Moment und eher quasi so ein bisschen auf
Abstand gehst, ohne zu verurteilen. Weil die Verurteilungen bringen nur Stress. Reinzugehen und zu sagen, das ist jetzt aber nicht cool. Ja, das kannst du machen. Du kannst den Reality-Check spielen. Das heißt, du kannst nochmal kurz die Person an die Realität erinnern. Das ist nicht in Ordnung. Dieses Geld hast du etc. Eventuell gelingt es dir auch, die Person zu erreichen. Aber Achtung, du bist kein Therapeut. Wirf dir nicht vor, wenn es dir nicht gelungen ist. Ich habe gesehen, wie in Beziehungen möglich war, dass dieser Partner gesagt hat, gut, dann aber Achtung, bitte ein paar Sachen weglassen, die deine Manie nur noch erhöhen können. Wie zum Beispiel noch on top Drogen nehmen oder sich besaufen und so weiter und so fort. Oder es gibt auch welche, bei denen das eben dann der Trigger ist, wenn sie dann betrunken sind und auf Partys gehen etc., wo dann plötzlich alles, was eben noch sich wieder einigermaßen gesetzt hatte, wieder rausbrechen kann. Da habe ich erlebt, wie Partner teilweise bremsend wirken können, aber wehe, sie haben es mit Angst getan. Das ist immer ein beklemmendes Gefühl, sondern sie mussten es vor allen Dingen mit Stärke tun. Wie gesagt, ich habe daran einige Beziehungen zerbrechen sehen und die dann erstmal zu mir kamen und wir haben erstmal verdaut und einsortiert, was ist denn da genau passiert und inwiefern kann man hier Schuld zuweisen und inwiefern muss man auch einfach loslassen. Natürlich kann man das vor allen Dingen mit zwei Sachen bekämpfen oder daran arbeiten. Und das eine ist eben, ich habe es eben schon erwähnt, es gibt einfach Medikamente, um dafür zu sorgen, dass beide Phasen eingefangen sind. Dadurch findet eine Normalisierung statt. Nicht selten habe ich auch Leute erlebt, die selbst gesagt haben, ich ziehe mich aus dem Verkehr und erstmal zum Institut, wohin gegangen sind, in eine Betreuung gegangen sind, sich in einer Betreuung gegeben haben, um dort erstmal wieder so den Realitätssinn, die Mitte dazwischen zu finden. Das ist natürlich ein Thema und das fand ich immer dann ziemlich stark, wenn das jemand gemacht hat, um erstmal sich auch dann einstellen zu lassen, medikamentös. Das ist natürlich dann wieder das alte Spiel, die Medikamente müssen regelmäßig eingenommen werden und so weiter und so fort. Wir hatten ja eben hier diese eine Aussage aus dem Bekanntenkreis. Und das andere ist natürlich, sich damit auseinanderzusetzen, weil je klarer der Intellekt weiß, was passiert, desto besser kann er steuern. Ja? Wenn ich aufs Gaspedal trete und bin plötzlich über 300 und denke, oh, das zieht aber ganz lustig am Auto, und im nächsten Moment dreht sich das Ding und knallt durch die Leitplanke. Katastrophe. Wenn ich weiß, oh, ich bin in diesem Zustand, wo ich wieder mit allem ein bisschen übertreibe, wo ich eigentlich keine Grenzen mag und kenne und im Grunde genommen wie so einen Skispringer so im Freiflug genieße, wie die Welt, ah, das geht jetzt los. Intellektuelle durchdringen. Klar wissen, was ist das, was ich denn immer mache? Wo sind meine Sachen? Ich baller die Kohle raus, ich nehme mir einfach nur einen Schein mit, der muss reichen, wenn er vorbei ist, muss ich nur fast nach Hause laufen. Pech gehabt. Und so weiter und so fort. Wenn ich also schon ein bisschen so weiß, in den Laden brauche ich nicht zu gehen. Oder nein, ich trinke nicht mit und so weiter und so fort, weil ich ansonsten, da hilft, wenn man eben dieses ganz klare intellektuelle Durchdringen hat, dieses Verstehen, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, wie dieses Video zu schauen oder übrigens gerne auch Leuten schicken, dieses Video, die betroffen sind, die einen Partner haben, der vielleicht bipolar ist oder eine bipolare Persönlichkeit kennen, die das oder hilft oder jemanden kennen, der betroffen ist, weil er es nicht versteht, warum der Partner ständig so flippt und dann kollabiert. Das hilft. Es hilft tatsächlich, weil der Intellekt hat die Fähigkeit, nicht nur zuzuschauen und dann daneben zu sitzen wie so, oh Gott, sondern der Intellekt hat auch die Möglichkeit, auch mal ein bisschen zu steuern, zu sagen, das lasse ich weg, diese Person ist jetzt die falsche, der falsche Umgang für mich, diese Droge, dieser Alkohol, vielleicht gerade nicht das Richtige. Ich sollte die Medikamente nehmen, auch wenn ich mir dabei blöd vorkomme. Der Intellekt kann helfen. Ich sollte jetzt schauen, dass ich einfach nicht schneller fahre als X. Ich sollte einfach, auch wenn es gerade innen drin die Gäule mit mir durchgehen, ich kenne meine Gäule. Es ist dieser Moment, wo man vielleicht im Club steht und auf die Uhr schaut und sagt, jetzt wäre es gut, eigentlich reicht's. Und ohne nachzudenken, zack, zum Ausgang, Garderobe und irgendjemand sagt, du sagst einfach ab und einmal dem Taxifahrer, hier geht's lang. Es sind diese Momente und dazu ist der Intellekt fähig und da kann ich nur jeden aufrufen, weil es ist ja so unglaublich, dass andere Leute Drogen nehmen müssen für diesen Zustand. Man selbst, wenn man betroffen ist, eben eigentlich das Gegenteil. Und das ist auch ein Thema, an dem die Beziehung eben viel Schaden hat und einer Beziehung tut es tatsächlich gut, wenn die Person sich damit hart auseinandersetzt, brutal reinschaut, irgendwelche Shopping-Seiten einfach sich helfen lässt, dass du mit deinem Browser gar nicht da drauf kannst. Keine Ahnung, ob du dann irgendwo dir ausschalten lässt auf deinem Router oder sonst was, also alles machbar ist, dass bestimmte Seiten für dich gar nicht verfügbar sind oder sonstige Sachen. Nicht selten habe ich Menschen erlebt, die sich teilweise sogar Kontrollsoftware installieren, die bestimmte Sachen ausschaltet, Limits irgendwo einpflegt, damit man nicht drüber schießen kann. Was immer hilft, nutzt das. Das ist das
intellektuelle Durchdringen. Und natürlich ist es gut, wenn beide das tun. Auch ist es zum Beispiel für mich sehr, sehr wichtig, wenn man seine Zyklen dann kennt. Wir haben ja bipolare Störung, so Stufe 1, das ist also full on, stark, hart, häufig längere Phasen auch. Es gibt ja auch die schwächeren Varianten, bipolare Störung 2, wo das Ganze ein bisschen schwächer ist. Je mehr du weißt, wie es ist, und ich empfehle hier für mich immer eine Sache, jeder, der mit mir zusammenarbeitet, weiß, dass das einfach, du kriegst unglaublich viel Weisheit, wenn du aufschreibst, was du erlebst. Früher hieß das Tagebuch, das ist ein olles Wort. Es tut mir immer leid, ich habe jetzt gerade keins hier, aber in meinem Handy schreibe ich Texte, in meinen Büchern, so Schreibbücher, da schreibe ich. Ja, Schreibbücher, gibt es ja auch mein Schreibbuch, jeden Tag neu verliebt, wo man wieder mehr an seine Liebe findet. Ja, das kann man schreiben, das ist bei Amazon, das ist im Buchhandel. Schreiben, schreib dir die Sachen auf, schreib, wie war das? Und da kann man, manchmal kommt man dadurch, triggert man es sogar so ein kleines bisschen, aber schreib auch die Downzeit auf, die Phase, und schreib mal auf, wie lange das war. Krieg ein Gefühl, was triggert dich nicht. Das ist ganz wichtig. Alle Menschen, die ich kannte oder kenne, die von dieser Störung ganz offensichtlich bedroht sind und die haben und nicht so ein bisschen und ja, manchmal schlage ich mir die Stränge und dann bin ich wieder so ein bisschen low. Nein, die wirklich an dem Punkt sind, wo du hoffst, dass die Kreditkarte nicht da war. Wo du hoffst, dass nicht die falschen Leute irgendwie in der Bar aufgekreuzt sind, die mitgemacht hätten. Wo du hoffst, dass die Person nicht hinterm Steuer sitzt. All die, die das stark haben, ist es ganz wichtig, in dieser Bewusstheit so tief wie möglich reinzugehen, diese Trigger kennenzulernen, die Zeiträume zu kennen. Und auch zu kennen, was da kommt. Die depressive Seite, wir hatten extra ein anderes Video, wo es nur um Depressionen geht, auch Depressionen in Beziehung, ist eine ganz andere. Und dann ist es natürlich wichtig, dass auch der mit der Störung immer versucht, so viel Mitgefühl wie möglich für seinen Partner aufzubauen. Habe ich als bipolarer Mensch einen Partner, muss ich wissen, dass der mit mir nicht nur manische Gefühle erlebt, nicht nur euphorische Gefühle erlebt, sondern der geht manchmal mit mir durch ganz fiese Gewitterwolken. Und dann wieder Sonnenschein. Manchmal ist für meinen Partner sogar angenehmer, wenn ich gerade am Runterkommen bin oder wenn ich gerade einfach vielleicht zu Tode betrübt, aber dafür in einer gewissen Weise stabil bin, an nichts mehr glaube und auch nicht an mich und an überhaupt etwas. Und es ist wichtig, diese Empathie für meinen Partner zu haben, weil der ist noch da. Das ist ziemlich krass. Da ist Dankbarkeit, tut gut. Ein paar liebe Worte tun gut, dieser Person entgegenkommen und auch, wenn sie dann sich mal wieder nicht verkneifen kann, einen Tipp loszulassen, einen Ratschlag, den sich nicht verkneifen konnte, zu beherzigen als Zeichen von Beziehung und von Nähe und Austausch und auch als Zeichen von Respekt für die Person, die eigentlich als Partner sich ja nur eins wünscht, dass es dir gut geht, wenn du die Störung hast, dass du einen Alltag erlebst, deine Ziele erlebst und einfach auch die Normalität erlebst, ohne drunter zu tauchen oder drüber zu tauchen, sondern einfach auch dir erlaubst, dass der Alltag manchmal Alltag sein darf und dass du mit Medikamenten arbeitest oder sehr diszipliniert versuchst zusammenzuhalten mit einer schwächeren Störung und dass du im Grunde genommen eine Beziehung hier führst, gemeinsam durchs Leben zu gehen. Das ist für mich ganz, ganz wichtig und an der Stelle kann ich nur sagen, je mehr Mitgefühl du auch für deinen Partner hast, der in diesem Moment auch für mich übrigens eine ganz wichtige Nulllinie bieten kann, wenn er denn gesund ist, eine ganz wichtige Nulllinie wie ein Horizont, wo man weiß, oh, jetzt bin ich drüber, ich sehe nur noch Himmel, oh, jetzt bin ich drunter, ich sehe nur noch Wasser. Da ist die Linie zwischen Himmel und Wasser, zwischen Himmel und Meer, da diese Linie, da ist ein gesunder Partner, auf den fokussiere ich, auf den konzentriere ich mich. Das darf ich, das ist gut, das gibt mir etwas. Nutze die Person und sei empathisch, mitfühlend. Danke die Person und verzeih ihr, wenn sie nicht immer mit dir perfekt umgeht, weil die Person ist kein Therapeut, der perfekt mit dir umgehen kann. Das ist wichtig, das weißt du auch, das weiß jeder. Manchmal muss man sich trotzdem kurz